Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Mappino, herzlich willkommen in City Skylines und natürlich bei Abonacho. Ja, ganz besonders willkommen sind natürlich meine Abonnenten. So viel Zeit muss ab und zu einfach mal drinne sein. Das ist einfach wichtig. Ja, warum seht ihr mich jetzt hier über eine Schiene rüberfahren? Ganz einfach. Abonacho ist mal wieder ein ganz schlaues Kerlchen gewesen. Der hat nämlich eben eine Aufnahme gemacht und hier dürft ihr euch nicht drum kümmern. Ich habe ja das hier noch nicht befriedigt. Ja, der hat eben eine Aufnahme gemacht und mitten in der Aufnahme hat er die falsche Taste erwischt und hat die Räuspertaste erwischt. Das hat er aber dummerweise erst gemerkt, als er die Aufnahme beendet hat. Da hat er nämlich dann mal auf OBS drauf geguckt und hat gesehen, seit wann habe ich hier keinen Ton? Also Mikrofonton. Und dann habe ich mal reingeguckt und dann war so etwa nach 7 Minuten in der letzten Folge wäre das eine tonlose Folge gewesen, was das Mikro betrifft. Da habe ich gesagt, mach weg, ich erkläre euch kurz, was wir letztes Mal gemacht haben und gut ist. Ja, und warum haben wir jetzt hier diesen Zug? Ganz einfach, wir haben nämlich die Eisenbahn verbunden. Ups, da ging es aber heftig bergauf. Und ja, die wollen wir jetzt nicht die ganze Zeit verfolgen, da gehen wir jetzt einfach mal raus. Obwohl es auch schön, mal so herzufahren, ne? Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Das ist ganz hübsch. War auch ganz schön wellig. Da hätte City Skylines noch ein bisschen nachlegen sollen, dass solche Sachen, das kennen wir aus SimCity eigentlich auch schon. Nur dort war es noch wesentlich schlimmer. Aber ja, dass solche Unebenheiten automatisch ausgeglichen werden. Ja, dass dann das ein bisschen schöner gemacht wird einfach. Und das wäre gar nicht mal so schlecht. Da hinten für eine Statue. Was habe ich denn da hingestellt? Moment, das will ich jetzt aber wissen. Und vor allen Dingen, wann habe ich das? So, da ist der Zug und rechts von uns, da hinten. Statue, alles klar. Das ist der Tower. Das ist der Tower. Ja. Ach, guck an, dann ist jetzt der Zug. Ja, natürlich, der macht natürlich hier riesen Umwege. Also ihr seht das. Ich habe den einmal von hier nach hier unten verbunden. Zweiseitig halt. Wie ihr seht. Und habe dann halt eine Linie von dort nach hier mit eingefügt. Weil hier sind ja auch ein paar Wohnhäuser. Und habe eine Linie, die habe ich hier quasi einmal quer durch hier rum. Und habe die dann hier wieder zurückgezogen. Und dann hier runter. Das ist so die zweite Linie, die ich da eigentlich... Ich glaube, ihr könnt das auch sehen, ne? Ja, natürlich. Also hier die grüne Linie, wie ihr seht, die führt dann hier rein. Und dann geht die halt hier einmal so rum. Dass die eben auch oben mit dem Hafen dann verbunden ist. Und dann geht es halt wieder zurück. Na, und auf dem Rückweg kommen wir dann, glaube ich, hier irgendwo auch noch durch. Weil das hat sich halt so ergeben. Durch die Schienen, die ich da gesetzt hatte. Ja, dann haben wir Buslinien haben wir noch nicht gemacht, aber wir haben U-Bahn haben wir auch angeschlossen. Ich glaube, da wart ihr noch mit dabei. Das habe ich gemacht und habe dann halt U-Bahn-Linien entsprechend angefügt. Auch wieder eine von hier nach unten und eine wieder von hier nach hier rein. Und dann auch bis hier oben rein, bis zum Hafen und dann wieder zurück. Das ist das, was ich gemacht habe. Und dann haben wir halt hier noch ein bisschen Wald, habe ich hier hingemacht. Und ja, das sind so die Sachen, die wir halt in der letzten Folge gemacht haben. Natürlich dumm, das ist mir jetzt das erste Mal passiert, dass ich hier keinen Ton hatte, weil ich die falsche Taste erwischt hatte. Ja, den Numblock, den sollte man einfach mal in Ruhe lassen. So, und hier seht ihr, hier kommt eine Sekunde. Entschuldigung, ist spät am Abend. Das ja, passiert mir auch ab und zu. Ja, hier haben wir noch unsere Helikopterbase. Das hatten, ja, hatten wir ja alles schon gemacht. Haben wir hier mit angefügt und diese Geschichten. Naja, und das hier, das soll halt, ist eigentlich ein Fußgängerweg, aber das soll halt für die Flugzeuge simulieren, dass die halt hier drauf können. Das ist eigentlich alles, dass das halt von Weitem so aussieht, als wären hier Taxiways da. Ja.
Das ist eigentlich schon alles. Und hier wollte ich nämlich jetzt, deswegen hatte ich gesagt, das dürft ihr gerade nicht beachten. Ich bin ja froh, dass die hier wieder vorladen. Das ist ja schon mal sehr schön. Hier sollen nämlich dann tatsächlich jetzt Wohngebiete entstehen. Dann nehmen wir uns jetzt erstmal eine hübsche Straße. Die ziehen wir einfach mal hier mitten durch. Ja, so wäre... An sich würde mir das ja so schon mal gefallen, weil dann kann ich die nämlich hier sauber draufziehen. Und den Rest machen wir wieder mit Kleinstraßen, wie wir das halt so kennen. Nee, eine dicke ziehe ich nochmal einmal quer durch, weil Flughafengebiet. Da wäre das vielleicht nicht so übel, wenn wir das Ganze einfach nochmal so machen. Ja, es ist dann das, was ich jetzt gerade eben meinte, dass so eine Unebenheiten quasi so ausgeglichen werden, dass du den von hier bis hier mit einer entsprechend hohen Brücke einfach mal zieht. Dass er das automatisch machen würde. Das wäre gar nicht mal so schlecht, weil dann bräuchte ich das nämlich nicht tun. So. Ja, müssen wir also bis hier hinziehen. Und auch schick. Naja. Ja, so ist das schick. So können wir das machen. Aha. Dann muss ich so und so. Naja, haben wir noch eine kleine Delle drin, aber eben nur eine kleine. Ja, und wenn er sowas einfach mal automatisch machen würde, das wäre schon schick. Das würde mich freuen. Tut er aber nicht. Deswegen freut es mich auch nicht. So. Hier ziehen wir natürlich auch wieder Straßen durch, die wir beparken können. Da machen wir, glaube ich, hier auch ruhig mal wieder so ein paar Parkflächen nehmen. Ja. Ah, so geht. Okay, das ist schön. Jo. Ja, da haben wir jetzt wieder das Problem, dass er das wieder nicht so macht, wie ich es gerne hätte. Aber ganz ehrlich, da möchte ich jetzt nicht jedes Mal aufs Neue nach gucken. Da habe ich jetzt nicht bei jeder Straße die Lust, das zu tun. So, und ziehen wir den hier drauf und dann ziehen wir hier einen durch, den wir einmal quer durchziehen. Wie mache ich das jetzt hier? Kann ich ja eigentlich nur so machen. Sonst wird das nichts. So. Ne, da haben wir ja schon einen. Das sollte eigentlich ausreichen. Aber hier können wir noch durchziehen. Das sollten wir tun. Und hier eventuell. Obwohl das schon wieder zu nah. Hat sowieso nicht gepasst. Also ging halt nicht. So, und den ziehen wir dann hier drauf. Okay. Und dann können wir den hier durchziehen. Dann kümmern wir uns dann gleich wieder um die entsprechenden Kreuzungen. Ampeln, ich würde mal sagen, da kümmern wir uns, weil es ja auch zeitfressend ist, einfach mal dann drum, wenn es halt nötig wird. Also wenn wir merken, es wird da halt ein bisschen kriminell. Und jetzt glaube ich, kriege ich ein minimales... Nein, Problem. Nee, hat sie schon wieder erledigt. Ich dachte nämlich, ich müsste niesen. Musste ich aber nicht. So. Na, kriegen wir den. Ja, der ist aber nicht so schön. Ja, dann machen wir es doch hier. Okay. Dann ziehen wir den hier noch durch. Wieder so etwas, was mir jetzt nicht so zusagt. Und ziehen den. Na, geht doch. Hier durch. So, dann können wir den. Nee, den am besten
Hier? Hier sollten wir... Ja. Sollten wir das ruhig so machen. Weil da oben müssen wir sowieso einmachen. Und hier ist jetzt doof. Ich würde nämlich ganz gern eigentlich... Würde aber nicht zulassen, glaube ich. Ah, doch. Aber nicht so wirklich schön. Mal gucken. Ja, so ginge das. Genau. Und so und so und so. Ist dann auf jeden Fall lustig. Okay. Ja, das sollte wohl ausreichen für Polizei, Feuerwehr und hast du nicht gesehen. Nee, da nicht, da reicht die Hauptstraße. Jo. Und dann können wir nämlich das Gebiet jetzt hier ein bisschen zumachen. Mit allen möglichen Krimskrams. Das war halt so warm, ne? Fangen wir mal an mit der Schule. Können wir eigentlich die hier hinsetzen. Die, Hahaha. Okay. Schon besser. Ja gut. Da kommt er da oben nicht hin, sagt er. Warum nicht? Ich weiß warum. Das können wir aber lösen. Da müssen wir einfach nur zwangsweise hier nochmal direkt eine Straße herziehen. Und denn... Du hast gleich Strom, da mach ich mir keine Gedanken. Naja, und dann funktioniert das zumindest bis hier. Und da ist dann auch wieder Ende. Jetzt würde ich nur ganz gern... Na komm, dann setzen wir hier auch noch einen hin. Ach, da unten haben wir auch nicht. Das heißt, ich muss hier noch eine hinsetzen. Jo. Und ich muss da oben nur eine hinsetzen. Na gut, ist aber auch ein großes Gebiet. Da sollten wohl mal ein paar Grundschulen hin. So ist ja nicht. Jetzt machen wir hier noch eine ordentliche Oberschule. Die eigentlich nach Möglichkeit, was mal wieder so gar nicht funktioniert, alles abdecken sollte. Das geht hier mal wieder wegen der Straße nicht. Könnten wir aber die hier einfach mal wieder rausnehmen. So. Oberschule. Ja. So, dann kann ich... Könnte ich die? Könnte ich die? Das ging eben, also mach. Ja, und dann nimmt er auch alles mit. Wunderbar. Und dann müssen wir hier auch noch eine Universität hinsetzen. Ich glaube, die wäre ganz schick. Universität de Barcelona. Wenn ich die... Mal gucken. Mach mal so und gib mir die. Oh ja. Dann machen wir die nämlich dorthin. Und ziehen die Straße einfach mal dahinterher. So, das ist doch eine schicke Unität. Fügt sich auch sehr schön hier ein. Das ist eine zombiesichere Universität, zumindest so ein bisschen. Die wird dann in den Berg rausgebaut. Schlimm, dass ein Seven Days irgendwie überall hin verfolgt, ne? So, dann hätten wir das auf jeden Fall schon mal durch. Und Ströme bräuchte ich... Ströme bräuchte ich... Die Seite lassen wir offen. Das heißt, ich setze hier einen Transformator hin. Und setze hier... Ja. Ströme einmal quer durch den Wald. Das mögen die Leute ja immer besonders gern. So, und wegen der Optik setze ich dann hier auch wieder einen Transformator hin. Dann hat das so...
du nach dem Motto, okay, ist verbunden. Ich denke, das können wir machen, aber der darf noch ein klein wenig nach hinten umziehen. So. Passt. Dann haben wir die Ströme bis hierhin schon mal geklärt. Und dann machen wir nämlich hier einfach mal ein dickes Wohngebiet hin. Und ziehen hier das Gewerbe durch. Oh, ich hoffe, das geht. Das sieht schwierig aus. Ja, das geht auch nicht. Das heißt, wir brauchen ein paar Transformatoren. Wo sind sie denn dort? Bräuchten wir... So. Hier rein, damit das funktioniert. Und... Aha. Ein verstecken wir. Zack. So, einen haben wir unter der Straße versteckt. Wunderbar. Schön, dass das geht. Gefällt mir. Kann man drüber bauen. So, und dann dürfte nämlich jetzt gleich der Strom hier angeschlossen sein, an der Ecke schon mal. Dann brauche ich noch ein bisschen hier, hier, hier und hier. Dann haben wir auch die durch. Und jetzt wird es wieder ein bisschen schwierig. Wieder ein Transformator, den setzen wir uns dorthin. Und ja, ziehen hier schon mal Wohngebiete durch, dass wir einfach auch hier unten die Ströme hinkriegen. So, dann haben wir nämlich alles mit Strom versorgt. Polizeiarzt habe ich hier nicht. Hier setzen wir ein großes Krankenhaus hin. Hier einfach mal alles versorgen. Passt auch so gerade eben, wunderbar. Dann eine große Feuerwehr, die alles versorgen. Das passt auch, das ist ja herrlich. Naja, da oben wird es ein bisschen schwierig, aber passt noch. Und eine große Polizeistation. Ja. Das geht ab hier. Wunderbar. Ja. Und die dürften dann auch soweit alle mit Strom versorgt sein. Das heißt, hier packen wir einfach noch ein bisschen Häuser hin. Hier auch. Da haben wir den Transformator. Ja, wunderbar. Dann soll das doch mal funktionieren. Denke ich. Sieht zumindest danach aus. So, und dann packen wir uns nämlich hier mal wieder so Tankstellen hin. Da war nichts Kleines. Ich hatte doch irgendwo... da kann ich auch noch so was Kleines hinpacken. Ich hatte doch hier irgendwo... Ach so. Irgendwo eine kleine... Ah, da ist er. Die meinte ich nämlich. Okay. Und der Rest machen wir jetzt so nach und nach. Dass wir das hier so nach und nach entsprechend zukriegen. Und dann soll das, denke ich mal... Ja, funktionieren. Ich muss jetzt noch ein bisschen wieder auf die Forderung achten. Das ein oder andere Büro würde ich hier ganz gerne auch hinsetzen. Ich glaube, das machen wir hier. Da können wir direkt einen Pinsel nehmen. Und können hier dann Büros hinsetzen. Das heißt, ihr kommt mal da weg und fertig. Ja. Da haben wir nämlich da schon mal welche. Dann würde ich hier ganz gerne noch welche hinsetzen. Die können sie sich dann nehmen, halt, wenn es gefordert wird. Okay. Und hier würde ich ganz gerne noch welche hinsetzen. Oh, da war aber auch eine Tankstelle. Das ist ja nie verkehrt. Guck mal her. Wo bist du denn? Da bist du ja.
So machen wir die Büroflächen. Na, und da machen wir auch noch welche hin. Weil das sieht schick aus. So, aber dann soll das ausreichen. Jetzt muss ich nochmal einmal diesen hier machen. Damit die auch gleich dann Ströme kriegen. Ja, und den Rest, den können wir dann mit Wohnraum zumachen. Aber das machen wir halt nach und nach. Dann haben wir hier auch eine schöne Ecke schon mal. Und dann können wir hier rum schön mit Wohnraumgestaltung beginnen. Jetzt, ich denke mal, dass ich dann hier auf der Ecke bis maximal hierhin dichtes Wohngebiet mache, von wegen der Autobahn. Und dann hier nach unten leichtes Wohngebiet und hier nach oben eben auch. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so übel. Oder ich mache das hier komplett mit leichten Wohngebieten. Müssen wir mal schauen. Erstmal gucken, dass wir hier ein bisschen besiedelt kriegen. Und ja, dass wir hier wieder ein bisschen Zuwachs kriegen, weil 101.000, ich glaube, das ist runtergegangen. Ne? War ich nicht mal irgendwie bei 107.000 oder so? Das ist dann nicht so schön. Da muss ja erstmal wieder ein bisschen Zuwachs kommen. Aber das können sie ja jetzt wieder. Von daher kein Thema. Also meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann ja, Daumen hoch. Teilt es auf euren Social Media. Ganz wichtig. Und das hat schon was, diese Büros alleine hier, ne? Das sind ja alles Büros. Ja, und dann stellen wir uns nämlich in der nächsten Folge. Und da hinten fehlen eine Menge Arbeiter. Oh, shit. Also, bis dahin. Bye, bye.